La Nee. 2-1, Film, Klapper, los geht's. Schönen guten Abend, YouTube. Hallo Dirk, hallo Nelson. Hallo. Hallo, guten Ja, Abend, jetzt. Lars. Hallo, Welt. Heute haben wir ja Hallo. wirklich mal was ganz Verrücktes. Also heute ist ja Mikromobilität mehr so schon am Rande, sondern heute haben wir ja richtig prominenten deutschen Besuch, muss man ja schon fast sagen. Hat man ja selten hier bei uns. Und deswegen freue ich mich wirklich herzlich, dich hier an zu teasern, Dirk. Also vielen, vielen Dank, dass du kommst, konntest und dass du heute live aus Wien zugeschaltet hast. Ja, hallo. Hallo Lars, hallo Nelson. Hallo, Ja. hallo. Jetzt geht immer an und aus. Ja, und vor allen Dingen wie immer, stellt eure Fragen da unten und steigen wir doch einfach ein. Ich habe heute ein bisschen gepostet schon, eine News dazu, wie sich alles entwickelt hat. Vielleicht hat eine schon gelesen und schon geschaut. Aber ich denke, wir fangen jetzt erstmal an und stellen den Dirk erstmal vor. Wir haben gerade im Vorgespräch gesehen, dass er wirklich schon 30 Jahre dabei ist. 30 Jahre Schauspieler, Dirk. Oh mein Gott. Ist ja Krass, wirklich, sag sowas also, nicht, 30 Jahre. ja, 30 Jahre, ja. Ich bin jetzt auch schon knapp 30 Jahre dabei in meinem Dienst. Also, ja. Wir sind ja fast dasselbe Baujahr, habe ich gesehen, mit einer Vorbereitung. Bist du auch Bist ein bisschen 69er? älter. Oder Nee, bist du 70er, auch 70er bin ich. 70er? Okay, Ja. 70er. Auch Du ein sehr könntest jetzt guter. natürlich clever sagen, du bist nicht grau, sondern nur für deine nächste Produktion gefärbt. Ja, das wäre schön, aber ich bin leider, nee, ich bin, oh, warum leider? Ich bin grau. Nee, Ich bin genauso. grau. Und nee, Silber sagt man noch immer, oder? Genau, Wenn wie wir, sagt man, wenn. Pfeffer und Salz, sagt man auch. Ja, genau, richtig. Ja, hier sieht man es. Also ich habe mich vorhin schon mal durchgescrollt, um einfach nochmal zu sagen, du hast ja wirklich überall schon schauspielerisch, warst du ja tätig, du warst im Theater, du warst. Oder bist, also Theater wird ja vielleicht nochmal kommen, Fernsehproduktion ja auch. Du warst im Kino schon. Gibt es jetzt eigentlich noch eine andere Plattform, die du noch nicht bespielt hast? Weiß ich nicht. Direkt YouTube oder ist Ich da, habe habe ich was noch vergessen? keinen, was ich noch nicht gemacht habe, war in Streaming-Dienst. Da war ich jetzt, habe ich noch nicht gedreht für, also für Sky oder Netflix oder so. Aber Ach das wird so. ja sowieso kommen, weil die sind so am Drehen überall in Europa und in Deutschland auch. Das wird sich sowieso alles so mal dann Stimmt, dahin, hast du dahin natürlich recht, bewegen. ja. Streaming-Dienst ist ja jetzt so eine neue, ja, eigene Sparte zum öffentlich-rechtlichen Theater Obwohl die und dem Kino. öffentlich-rechtlichen das ja jetzt auch schon machen mit ihren Mediatheken, das ist ja ähnlich sozusagen. Ja, die wird ja stark Naja, unterschätzt. aber. Ich nehme die auch immer gar nicht so wahr. Wo du heute auch zu mir sagtest, in der Mediathek sind die Folgen schon, über die wir gleich sprechen werden. Ich war immer noch so fokussiert auf den, wenn es dann im ZDF gezeigt wird, aber da kann man es ja schon sehen, über was Ja, wir du kannst, gleich eine, das ist sprechen. ja, das ist das Tolle. Du kannst bei ARD, ZDF, also jetzt auch, also bei allen möglichen Sendern, kannst du eigentlich schon überall mit in der Mediathek gucken. Ja. Aber jetzt muss ich ja nochmal fragen. 1992 steht bei dir GZSZ. Bist du so, war das der klassische Einstieg für dich in die Schauspielerei oder warst du schon nebenbei immer am Rühren? Weil Schauspielschule und ähnliches stand ja da auch schon immer auf dem Programm. Ja, na, ich habe bis 91 studiert und das war tatsächlich mein erster Dreh, GZSZ. Die ersten 70 Folgen, dann bin ich raus. Das war zu krass, zu schnell. Genau. Wie Also jetzt? ja, Hast du als immer die da 12, Folge, also ich glaube, ich habe. 14-Stunden-Tage gehabt? Oder warum war zu schnell? Weil du nur eins jetzt gemacht hast? Oder wie meinst du, war zu schnell? 70 Folgen? Ja, wurde es zu schnell sozusagen für mich. Ich bin eher mal lang, also ich sag mal, ich bin eher mal etwas langsamer. Es war für mich in der Produktion zu schnell. Für mich zu viel Drehpensum und also ich habe mich nicht wohlgefühlt im Grunde genommen. Genau. Und dann geht man, hört man einfach auf und danach stehen dann die Nächsten an der Tür und sagen, Mensch, Herr Borchert, kommen Sie zu uns, wir machen jetzt einen Tatort und einen Polizeiruf oder Naja, wie nee, ist dann habe ich so Fernseh, sagen wir mal, Serien und Reihen gemacht und dann kam, ich glaube, lass es mich, warte mal, 88, 89, 9, nee, Quatsch, 98 kam ein Kinofilm, der hieß Wege in die Nacht und der hat in Cannes die, wie heißt es, Concours des Réalisateurs, heißt es. Es ist so ähnlich wie Panorama auf der Berlinale. Und der hat diese Concours eröffnet.
Und dadurch bin ich dann, sagen wir mal, ja, dadurch sind Leute, mehr Leute aufmerksam geworden. Und dadurch habe ich dann richtig viel angefangen zu drehen. Mit diesem Kinofilm. Damals. Schwarz-Weiß, ein Film noir von Andreas Kleiner. Mit dem damals noch lebenden Hilmar Tate. Wahnsinn. Und jetzt bist du ein Genau. Promi? Ich? Ich? Hm? Nee. Ich fühle mich nicht so. Nee, Also du nee. kannst noch auf die Straße gehen und du hast keine große Traube sofort um dich rum und schmeißt mit Nee. Autogrammkarten Nee, von das ist rechts ja nach auch in links. Deutschland und das ist ja anders. Das ist anders Hm? hier in. Nee, habe ich nicht. Manchmal werde ich erkannt, klar, aber ich bin jetzt nicht so ein. Ich glaube, dazu bin ich aber auch, habe ich zu viel unterschiedliche Rollen gespielt und bin nicht fest in der Serie gewesen. Das ist jetzt zum Beispiel das glaube ich, das zweite Mal, dass ich richtig, dritte Mal, das dritte Mal, dass ich richtig fest in der Serie oder in der Reihe bin. Das erste Mal dann in Lewinsky, da war ich lange nicht lang, 2 Jahre. Dann Praxis mit Mehrblick und nächste Ausfahrt Glück. Das sind die drei, so wo ich fest war. Ansonsten habe ich immer nur separat Filme gemacht, 90 Minuten oder ich war Gast in einem Krimi oder in irgendeiner Reihe oder Serie. Ist Und dir deswegen wichtig, bin ich dass jetzt nicht so festgenagelt auf einem, ich bin nicht so festgenagelt auf einem Ding und wo mich die Leute sofort wieder erkennen. Und glaube ich, deswegen ist das nicht so, bin ich kein Promi. Kein Und Superpromi. ist für dich auch so ein bisschen Credo, also immer alles zu bedienen. Also nicht nur Romantik und Herz, sondern auch mal eine schöne Actionserie oder irgendwas Dunkles oder was Lustiges. Ja, ich bin ja eher für die dunklen Sachen zuständig gewesen immer. Und das, was jetzt so Romantik und Liebesfilme oder jetzt auch den älteren Lover, darf ich ja jetzt geben, das ist neu. Der ältere Okay. Lover ist neu. Das ist ja, genau. So, Mensch, jetzt steigen wir noch mal richtig ein, würde ich noch mal sagen. Ah. Bevor du jetzt mit dem Einrad, auf was wir ja nachher kommen, bist du jetzt ein klassischer Autofahrer oder hast du schon viele Jahre darauf verzichtet oder bist mehr der ÖPNV-Typ? Ich habe Ordnest du dich zwar denn ein? meist ein Auto gehabt, aber ich bin typischer Fahrradfahrer. Hm? Ich fahre total viel mit dem Fahrrad. Eigentlich fast immer. Wenn ich nichts damit Pedelec? transportieren muss oder meine Mama rumfahre. Pedelec oder beides? Oder nur? Nee, ich fahre nur Fahrrad. Ich habe so ein gutes Berliner Mountainbike. Okay. Ja, stimmt, Mensch. Du bist ja genauso wie ich eine richtige Berliner Pflanze. Und Genau. ja. Wo bist du groß geworden? In welchem Kiez von Berlin? In Kreuzberg. In Kreuzberg. Kreuzberg 61-36, genau. SO36, genau. Der Damals Klassiker. noch, oi, lange her. Ja. Ja. Ja, ich bin da wieder zurückgezogen. Ich lebe jetzt wieder im Wrangelkiez auch. Also wenn ich in Aha. Berlin bin, leben wir im Wrangelkiez und in Wien, wir leben hier irgendwie schön im dritten Bezirk. Sehr gut. Aber für dich war Autofahren jetzt nicht so ein Thema. Du bist eigentlich mehr so, dass du sagst, Fahrradfahren und ist Berlin einfach, kann man sich auch gut abgewöhnen. Absolut, ja. Autofahren in Berlin macht keinen Sinn mehr. Also wenn Also man wenn du jetzt natürlich nicht auch. wirklich beruflich darauf angewiesen ist, macht es eigentlich keinen Sinn. Suchst ja länger Parkplätze, als dass du unterwegs bist. Oft, gerade in der Innenstadt, ja. Sind wir schon ein Land der Mikromobilität? Berlin zum Beispiel jetzt als erstes Beispiel, wo du ja sagst, hier kann ich praktische Erfahrungen jetzt mal zitieren. Oder fahren wir auch in Berlin viel zu viel Auto? Wie Also würdest du ich denn sehen? glaube, wir fahren in Berlin noch zu viel Autos. Es hat Hm? sich in den letzten Jahren geändert, auf alle Fälle. Es sind viel, viel mehr Radwege hinzugekommen. Auf alle, und das ist super. Das ist super. Ich bin auch dafür, dass, ich meine, Barcelona macht es ja vor, glaube ich, Barcelona oder Paris, 30er-Zone. Und Barcelona hat diese Cubes, diese Straßencubes gemacht, ne, wo alles verkehrsberuhigt ist und sowas. Und es sind nur Hauptdurchfahrtsstraßen. In Paris, glaube ich, sind 30 km/h, ne? In der ganzen Stadt, in der ganzen Innenstadt. Die machen es ja vor und ich glaube, die sind auch schon weiter, würde ich sagen, in der Elektromobilität oder in der, ja, falls autofreieren Mobilität innerhalb der Stadt sowieso. Da, also ich glaube, da müsste die Reise auch in den großen deutschen Städten hingehen oder auch in den österreichischen Städten, auch in Wien ja auch, genau. Meinst du, das kriegen wir jetzt hin mit breiteren Radwegen und nur 30 runter auf allen? Oder was sollten wir noch machen? Oder. Ja, ich finde ja schon, dass sich das zeigt, dass sich die Radwege, ich glaube, die werden mehr genutzt in Berlin. Also jedenfalls habe ich das Gefühl. Ich habe, also gerade während Corona-Zeit war das ja Wahnsinn, wie viele Leute mit dem Fahrrad unterwegs waren. Das war, also ich fand das super.
Ich finde auch in Berlin, wenn du da jetzt keine großen Transport, ja, wenn du jetzt nicht irgendwas liefern musst, das musst du nicht machen. Du musst, brauchen das eigentlich nicht. Ein Auto, meinst du jetzt? Ja, das Auto, meine ich, die großen, genau. Naja, wenn du es dir letztendlich überlegst, könntest du ja auch sagen, wenn du es aufs Auto komplett verzichtest, die Kosten, die du dir dann sparst, dann kannst du dir auch öfter mal irgendwann ein Auto mieten und sagen, jetzt transportiere ich mal die Sachen und ich bin immer noch im Plus. Also Ja, da geht's Steuer auch hin. jetzt vor allen Dingen, ich habe ja nun, musste mich ja festhalten, ich war letzte Woche spontan am Mittwoch in Nürnberg und habe dann auf der Rückfahrt kurz mal getankt. Für den Liter für 2,20 € und da stehst du dann doch erstmal schon vor der Tankstelle, beziehungsweise vor der Zapfsäule und sagst dir, was passiert hier gerade? Markus hat es damals besungen, kostet Benzin auch 2,10 Mark. Gut, jetzt sind wir bei 2,10 €, aber jetzt ist nicht mehr mit Scheißegal, es wird schon gehen, sondern ich denke, jetzt sollte man wirklich mal umdenken und sagen, nee, also das mache ich so nicht weiter. Aber wir brauchen noch entsprechende Grundlagen, dass auch von oben da mehr kommt und uns vor allen Dingen jetzt unterstützt. Nicht nur die Mikromobilität, die wir hier gerne auf der Straße legal haben würden, sondern eben auch alles andere. Und da sind wir ja schon bei der nächsten Frage. Du bist in Wien. Warst du zu der Einführung damals, als der Roller in Wien eingeführt wurde? Hast du das auch schon so direkt mitbekommen und gesehen? Oder war das für dich noch alles fern und weg? Mehr Fahrrad? Na, ich bin mir mit der, also mit dem Elektro-Kleinstfahrzeugen erst in Berührung gekommen durch Electric Empire, also durch dich im Grunde genommen und durch unseren Autor, der Georg, ja, der Georg Weber, der ja selber passionierter Elektro-Kleinfahrzeugsfahrer ist. Der ist Monowheeler, fährt man mit seiner Gruppe, glaube ich, in München rum. Und der hat es ja sozusagen dann reingeschrieben in die Drehbücher und hat mich gefragt, ob ich das kann. Habe ich gesagt, also ich muss es lernen, ich bin dann zu euch. Und seitdem fahre ich halt total gerne, ja, EOC. Nee, ich meinte jetzt mit meiner Frage auch die Roller in Wien, wie die eingeführt wurden damals, Ach weißt du? so. Also wie du das gesehen hast, war das für dich so, dass du gesagt hast, oh, jetzt kommen wir ja schon wieder mit dem nächsten Fahrzeug. Da warst du ja noch komplett eigentlich von dieser neuen Art Mikromobilität noch entfernt und warst noch passionierter Fahrradfahrer. Das meinte ich mit meiner Frage. Ach so, du meinst die E-Scooter? Genau. War das da Ach schon was so, für dich, wo ja. du sagst, Mensch, neues Fahrzeug, müssen wir ausprobieren oder warst du auch skeptisch? Ja, ich bin da ein paar Mal mitgefahren, aber dadurch, dass das natürlich, ja, dass sie nicht richtig, also die, klar, die werden halt, wenn es nicht deins ist, das wird halt nicht so behandelt, wie es behandelt werden sollte. Vieles landet im Rhein oder vieles landet irgendwo im Landwehrkanal oder so. Ist natürlich nicht gut, klar. Aber ich habe, also. Ich finde, dass durch die Verleiher hat sich das Straßenbild vielleicht nicht so verändert und die nutzen nicht so viel, wie die eigentliche Idee war. Das glaube ich. Also die eigentliche, also die Elektromobilität steigern. Aber das haben wir ja jetzt in verschiedensten Studien schon gelesen und gehört, dass es nicht der Fall ist. Dass das, und ich habe das damals, ich habe das jetzt ein bisschen mitbekommen, aber ich habe jetzt nicht gleich Hurra geschrien, wow, jetzt gibt es da neue E-Mobile, ich bin weiter Fahrrad gefahren, sagen wir so. Genau. Ja, Ich bin sag weiter mal, Fahrrad man gefahren. braucht ja denn, wenn man jetzt passionierter Fahrradfahrer ist, ja auch nicht unbedingt eine neue Alternative, sondern man ist bereits weg vom Auto und man hat seinen Weg gefunden. Das ist ja völlig in Ordnung. Also klar, finde ich es total begrüßenswert, dass du jetzt sagst, nö, ich mache jetzt da noch einen zusätzlichen Weg auf in meinem Denken und mache es jetzt auch noch elektrisch neben dem Fahrrad. Aber warum nicht? Aber du, wie du ja sagst, also deine Wahrnehmung ist also wirklich mehr, dass auch bei dir der negative Effekt mehr bei den Verleihern sitzt als bei den Privaten. Also, und dass man Ich da finde es den in, ja, ich unterschiedlich glaube, in sieht. Berlin ist es kontraproduktiv gewesen. Okay. Glaube ich. Und würdest Das du jetzt hat was mehr von einschränken? Fußabdruck, als es gut tut, glaube ich. Würdest du was einschränken dürfen? Ja, ich würde es halt, glaube ich würde es weniger und klare Stellen machen, wo die hingehören, wo die parken können. Sowas würde ich wahrscheinlich machen. Ist ja auch eine Diskussion, soviel ich weiß, ne? Dass man ganz klare Areale setzt, wo stehen die, dass sie nicht überall rumstehen, dass nicht so viele Plätze, dass es nicht überall rumstehen kann, sondern dass Gefühlt würde es ich sagen, das richtig sind seit geregelt ist. fast 3 Jahren in Diskussion. Oh, wow, okay. Ja, Also, wird ich glaube, da hätte man. entschieden. Ich habe nur neulich was darüber gelesen, genau. Ja.
Aber kommen wir doch jetzt mal zu unserem zentralen Thema. Du hast den Georg gerade erwähnt, der ja überzeugter Einradfahrer ist, Drehbuchautor. Und wenn man Ideen hat, ja, setzt man die einfach mal um. Ist ja was Frisches Neues, muss ich ja sagen. Also selbst ich, wo ich heute reingeguckt habe in Staffel 2, Folge 1, ist ja nicht Folge 3, sondern ist ja Staffel 2, Folge 1, muss ich ja so mal sagen. Es ist schon ungewohnt, wenn du jetzt als Juri am Feld auf einem Einrad so von kurz mal durchfährst. Also hat ja was. Also man sitzt dann und reibt sich so ein bisschen die Augen und sagt, Mensch, das will ich die ganze Zeit und da passiert's. Und trotzdem bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Also wie hast du es denn erlebt, als denn jetzt Georg zu dir kommt und sagt, du fährst Einrad, nicht Fahrrad als Jury jetzt demnächst? Ja, das fast. Also insofern, Juri ist ja jemand, der so ein bisschen ein Freigeist und ein anarchistischer, ja, ein ganz freier Mensch ist. Und der fährt ja auch ohne Protektoren, ohne Helm. Also ist jetzt nicht das beste Vorbild, sagen wir mal so, wie der rumfährt. Aber also in Kanada fährt er wahrscheinlich einen, weiß ich nicht, ein richtiges Offroad-Teil und wird da so ein, wie heißen die, King Dingsbums 18 oder weiß ich, wie die Heiler heißen, so ein Ja. Vollspeed-Teil, und fährt da wahrscheinlich in der Pampa rum. Und deswegen macht er das in Deutschland auch, wenn er zurückkommt. Der kommt ja aus Kanada wieder und ist da ganz frei in der Natur gewesen und ist da mal rumgefahren, wie er Lust hat. Und kann er natürlich in Deutschland, also er weiß, dass es nicht erlaubt ist, aber er macht es ja trotzdem. War denn von der Produktion, wenn das erste Mal so ein Drehbuch gelesen wird, haben dann nicht schon einige gesagt, ah, was ist das denn? Wollen wir das wirklich? Haben wir schon mit der Nase gerümpft? Also, weil. Ich wünsche mir, dass es weitergeht so in der Form, aber war da nicht ein bisschen Diskussion und sagen, wollen wir das wirklich? Oder Das hattet ihr passt zu der Probleme? Figur. Also ich kiffe ja auch in der Serie, in der Reihe. Also es passt zur Figur. Und ich glaube, das war dann eher der Gedanke, wie kann man nochmal einen frei, oder es hat ja auch immer was von Freiheit. Ich meine, wir sind ja alle elektromobile Fahrer. Und wenn du, also wenn ich auf meinem, also es ist für mich ja ganz oft so, ich fahre dann. Natürlich würde ich, also ich fahre dann bei mir auf dem Privatgelände, frei würde ich niemals fahren, das ist ja logisch, machen, ne? Jetzt muss ich das natürlich umformulieren. Also man fühlt sich da frei. Also Niemals so würde ähnlich wie ich auf Motorradfahren. einer Du hast die Hände Polizeiwache da frei rumfahren, und. auf gar keinen Fall. Aber in Wien, du kannst fahren. Ja, das ist geduldet. Das ist geduldet, das ist jetzt nicht gesetzlich. Und ja, da kannst du überall fahren. Es ist auch, ja, ich bin da neulich an einem Elektro-Skateboard vorbeigefahren, gelaufen, und dahinter ist ein Polizeiauto rumgefahren und da war gar nichts. Also da kannst du, das ist geduldet bis, glaube ich, 26 km/h und 500 Kilowatt oder irgendwas. Irgendwie so ein, da ist es halt, da kannst du halt auf Fahrradwegen fahren oder sogar auf dem Bürgersteig, wenn du dich vernünftig verhältst. Also in den Fußgängerzonen zum Beispiel kannst du deine 5 km/h Schrittgeschwindigkeit kannst du durchdackeln und dann fährst du wieder in Plenterwald und dann geht's weiter. Kannst alles machen. Wie ging es denn jetzt eigentlich dann los, als Georg das Drehbuch geschrieben hat? Dann liest du erstmal und sagst, Mensch, Einrad, okay, hast du erstmal gegoogelt, was ist ein Einrad oder wusstest du gleich Bescheid, dass es das auch elektrisch gibt? Nee, der Georg hat es mir beschrieben. Und dann hat mich der Georg ja direkt mit also hat mir ja direkt sozusagen mit euch in Verbindung gebracht, mit Electric Empire. Und dann, ja, dann ging es ja Ach, das schon, ging da haben wir im uns ja erstmal März getroffen. letzten Jahres wirklich Schlag auf Schlag. Also das war nicht lange mit Vorbereitungszeit, sondern klack, klack, klack und dann standen wir schon zusammen auf dem Tempelhofer Feld. So war es gewesen. Es ging zack, zack. Und dann standen wir zusammen auf dem Tempelhofer Feld. Und dann wurde schon rumgeeiert. Ja, das ist ja für mich neu. Ich dachte, ihr habt da wirklich jetzt noch eine ziemlich lange erstmal noch vorbereitet und habt überlegt, machen wir das jetzt wirklich, wollen wir das? Und es geht noch durch 1000 Gremien. Und aber irre. Nee, ich habe das, also ich habe auch von Anfang an gesagt, ich habe voll Lust, das zu lernen, einfach. Also ich bin, ja, ich habe immer meistens Lust, was Neues zu lernen und das ist ein super Ding. Hat ihr da denn, bist du eigentlich ausgebildeter Stuntman oder macht man sowas nebenbei? Nee, ich habe ja mal, ganz früher habe ich mehr gemacht, na klar, habe ich auch richtig eine kleine Stuntfirma gehabt mit zwei Freunden, haben wir auch viel gemacht. Aber du kannst dich ja
Also es gibt natürlich eine Ausbildung in Deutschland bei Action Concept und ne, früher in der DDR und in Tschechien gab es vor allem eine richtig gute Ausbildung noch. Also auch richtig, also richtig, glaube ich, 5 Jahre fast ein Studium. Aber eigentlich sind das meistens Quereinsteiger und ja, sehr technisch, ja, musste halt viel üben und viel probieren. Und gut, ich kam aus den Kampfchoreografien und Kampfkünsten, weil ich das im Theater angefangen habe. Genau. Aber hat dir jetzt fürs Einradfahren nicht wirklich geholfen, dass du jetzt einfach Weiß da ich nicht. Vielleicht ein draufgängerischer bisschen bist oder so? Berührungsgefühl. Aber so erstmal nicht. Nee. Nee, so erstmal Also, nicht. du würdest auch sagen, das kann weiterhin jeder lernen. Also, das ist nichts für Stuntleute Absolut. und lebensmüde oder ähnliche, sondern ähnliche Menschen oder Frauen, sondern das kann jeder und sollte jeder können. Kann absolut jeder. Ich habe neulich, was habe ich denn gesehen auf YouTube? Irgendwie so einen 80-Jährigen, der da irgendwie Einrad gefahren ist auf 75. Monwheel, glaube ich. Oder so. Ja, oder weiß ich nicht. Ich war mit meiner Frau auf dem Tempelhofer Feld, die ist auch gefahren. Die hat sich aufgestellt und schwupp, die ist voll. Die ist Yoga, so eine Yoga-Affine. Und die hat sich aufgestellt und die ist, nach 10 Minuten ist die alleine gefahren. Gestern, Echt? als auch eine Frau bei uns, sie war zu einem Restaurant und die Frau bestimmt sie ist kurz zu 80 Jahre alt. Und sie hat gesehen, ein Rad und sie hat gesagt, was ist das? Und ich habe gesagt, möchte sie probieren? Und sie hat es probiert und sie hat es gefahren. Und sein Mann, ich glaube, ist ungefähr fast 90 Jahre. Und der Mann hat seine Handy rausgemacht und hat ein Video gemacht. Und jetzt, ich habe Kontakt mit sie und die werden mir schicken, diese Video nächste Woche. Ich will das eher zeigen bei uns, wegen ich finde das so fantastisch, dass eine Frau mit seiner Alter, sie ein erstes Mal, dass sie erst probiert, der EUC, der Einrad, war einfach. Und natürlich mit uns unterstützen, aber ich denke, das ist unser begeistert. Er hat gesagt, warum das ist nicht legal? Ich verstehe das nicht. Hast du denn das eigentlich parallel auch gleich mitbekommen, Dirk, dass es ein Problem gibt in Deutschland damit? Oder blendet man das erstmal aus und sagt, ja, muss ich jetzt lernen und ich fahre es ja eh nur in der Produktion erstmal? Ob Oder ich das kam dir das denn mitbekommen so? habe? Ja, ihr habt es mir ja erklärt, sozusagen. Also auch Ich bin erst nur wieder dann, durch uns. Wir waren dann die Spielverderber wieder. naja, ihr habt mir das ja sehr schmackhaft gemacht und ich bin dann ja losgelaufen, glaube ich, 2 Wochen später, nach unserem ersten Treffen, glaube ich, oder eine Woche später, habe ich mir selber so ein Ding gekauft und bin natürlich, habe ein bisschen trainiert bei mir im Hof. Ich würde niemals irgendwo anders rumfahren, ist ja nicht illegal. Also ich habe dann sehr viel trainiert, bin dann bei mir im Hof auch viel Offroad gefahren. Und dadurch habe ich es halt gelernt, im Grunde genommen. Ich bin meistens dann morgens ich fahre viel morgens um 6, 5, wenn auch noch niemand bei mir auf dem Hof ist. Weil die Polizei noch schläft. Dann fahre ich viel. Ja, Ja. also war es denn jetzt für dich so eine Überwindung jetzt oder hast du gesagt, warst du gleich von vornherein, so Feuer und Flamme, wo wir da die ersten 1,5 Stunden eigentlich auf der Wiese gedreht haben auf dem Tempelhofer Feld? Also da sind wir ja wirklich nicht viel gefahren. Du bist ja eigentlich bei Sven die ganze Zeit an der Hand gewesen und der lief mit dir über die Wiese. Aber trotzdem ging es ja dann irgendwann. Ich glaube, Ja, aber sind es wir war irgendwie ersten schon eine Stunde schon freihändig Mieteinfindung. gefahren? Nee, Dann wir hast sind natürlich noch an der Hand gefahren. Ich glaube, in den letzten 5 Minuten sind wir vielleicht mal ein bisschen rumgeeiert und dann haben wir uns, yeah, wir haben eine Runde geschafft. Yeah. War das ja irgendwie, ey, guck mal, der Lars, der kann ja schon. Oh, ist er hingefallen. Oh, ich auch. So war es ja eher. Aber es hat schon sowas gegeben wie eine Initialzündung für mich. Dass ich gesagt habe, wow, was für ein geiles Gerät. Ich möchte das unbedingt lernen, nicht nur für den Film. Also ja, vor allen Dingen von den Filmen habe ich es natürlich gelernt, für die Reihe. Erstmal. Aber ich habe gemerkt, dass es einfach für mich auch ein Gerät ist, was ich öfter benutzen möchte. Und ja, wenn es natürlich, ja, Übrigens, legalisiert. Sven ist auch im Chat. Der hat gerade geschrieben, er hatte eine Menge Bewegung. Ah Ich sehe ja, gerade, da ist er. genau. Ja, du Sven. Super, das hatten wir Hast du ja. dich Schönen denn Gruß eigentlich an dann? Holger auch. Ja, vielleicht guckt er ja auch zu. Also ich werde ihm auf jeden Ja. Fall dann die Aufnahme noch schicken. Ich habe ihn jetzt eine Weile nicht gesprochen, aber das müssen wir nochmal wiederholen bei einem kleinen kühlen Getränk. Aber was ich fragen wollte, hast du denn eigentlich das V8 bewusst eigentlich gewählt dann am Ende in der Produktion? Weil ich jetzt gesehen habe, jetzt, ich glaube, man sieht es ja nachher jetzt irgendwann fahren.
gleich, da bist du. Genau. Oder hättest du gerne ein anderes gehabt? Mehr Offroad, mehr rebellisch, mehr wild? Nee, ich habe mir das V8F eigentlich gewünscht gehabt. Das gab es, das war zu selten. Weil ich wusste, wir haben viel darüber diskutiert, trage ich einen Helm, trage ich keinen Helm, trage ich Protektoren, wie ist das mit Abnehmen? Und das würde ja auch alles immer verzögern, abnehmen, auf, anziehen, wie sieht es aus und so weiter. Und hab dann irgendwann entschieden, oder wir haben dann besprochen, nee, der ist so frei, der trägt keinen Helm. Der fährt ja auch jetzt nicht, ich fahre ja auch von A nach B. Ich fahre jetzt nicht irgendwo im Wald rum, da würde Juri sich auch sicher was anziehen und Protektoren und auch Hüftprotektoren. Und also ich würde das immer machen. Ich mache das normalerweise auch. Aber ich habe mir dann das V8 gewünscht, ja, weil das für mich so ein gutes, leichtes Ding war, was auch wendig ist und mit dem ich immer gut zurechtgekommen bin. Ich habe ein paar ausprobiert und mit dem komme ich am besten zurecht, mit dem V8. Genau. Also ich Ist muss jetzt gestehen, natürlich nicht, ich nicht guck schon das. wieder mit einem halben Auge dazu, weil ich es gar nicht glauben kann. Das sieht so heiß aus, wie du da als Schauspieler da auf dem Einrad durch die Gegend fährst. Das ist aber eine klasse Summe. Also irre. Super. Ja, ich Hat es hoffe auch, ja. dass sich da mehr Leute nochmal die Frage stellen, was ist das eigentlich? Was machen die da? Ich meine, es wird ja erklärt. Es wird erklärt, was wir da machen. Ihr Und habt ja hier, das habe ich jetzt gar nicht verstanden, ist das, hat Juri da so eine Schule mit allem Möglichen, so, wo man probieren kann und Dinge ausprobieren kann? genau. Wir haben so ein, das ist so ein, das heißt Sportscherzer. Wir haben so ein Kanuverleih und Kajak und so. Und ich verleihe dann dabei auch Monowheels, verleihe und genau, verkaufe die. Und das ist jetzt sozusagen mein. Ja, der fährt wie du am Anfang. Genau. Genau. Habt ihr da eigentlich denn auch noch ein zweites gehabt oder so? Kann ja sein, dass auf einmal der Akku abbrennt oder das Ding kaputt geht. Hat man dann immer eigentlich ein zweites auf Halde oder in der Ja, Produktion? wir Oder? hatten immer, klar, wir hatten, glaube ich, zwei V8 und wir hatten noch zwei Fünfer, V5er und dann diese andere Dreier, die hatten wir noch dabei, genau. Die hatten wir, diese drei, die haben wir gehabt zum Drehen. Und am Ende des Drehtags fährt dann das Produktionsteam Einrad. Unser Aufnahmeleiter, der Sascha, grüße Sascha, der hat das Ding gesehen, hat so, wie geil ist das denn? Hat sich draufgestellt, hat, glaube ich, eine Viertelstunde auch geübt. Und ist dann immer zwischen Set und Produktion hin und her geeiert. Ja, klar. Aber der hat dann keins genommen. Der hat dann nur gesagt, für die Produktion war schön, aber jetzt fahre ich wieder Fahrrad oder. Vielleicht hat er sich eins zugelegt. Ich habe ihn jetzt eine Weile nicht gesehen. Ich sehe den jetzt. Ich sehe den nächste Woche. Der ist auch in der Produktion, wo ich jetzt sozusagen gerade mich vorbereite. Aber ich habe ja mein eigenes auch dabei gehabt. Und die also ich habe immer gesagt, ich muss halt ein bisschen üben. Und bin dann da auch ein bisschen sozusagen rumgefahren und ja, mit meiner Frau ein paar Ausflüge gemacht. Und Sascha ist dann immer mit meinem sozusagen, wenn wir gedreht haben, ist der zwischen Produktion und Set hin und her gefahren. Ist Und denn Georg das als ist so voll Drehbuchautor auch? infiziert. War denn Georg als Drehbuchautor auch vor Ort und guckt sich das denn an, wenn man es nur aufschreibt? Und wie sieht es dann am Ende wirklich real aus? Oder ich bin ja nie im Thema, macht man das überhaupt als Drehbuchmann? Ja klar, der war mal der war nämlich 2 Tage am Set und hat mal geguckt, ob wir alles richtig machen, was wir da machen. Genau, wir wollten eigentlich auch zusammen nochmal eine Runde Einrad fahren, aber das hat zeitlich nicht gepasst. Vielleicht schaffen wir es nächste Mal. Und die Weil der Georg, Verantwortlichen. der fährt ja wirklich, der fährt ja mit seinen, hat ja eine Gruppe von Leuten, ich glaube, es sind, weiß ich, 15 Mann oder keine Ahnung wie viel, aber die fahren halt regelmäßig, treffen die sich im Sommer und machen halt Touren. Das ist schon toll. Ich glaube, Georg wurde ja ähnlich infiziert. Der hat einen von seinen jetzigen Mitfahrern auf der Straße gesehen und hat gesehen, dass der sich einfach so hinter den Autos bewegt. Und glaube, darüber hat er dann den Einstieg gefunden. Und ja, und nun als Ergebnis fährst du hinter der Kamera, nee, vor der Kamera lang. Ja, ich finde es auch interessant. Naja, gut, für Kameramänner, du musst ja die Kamera noch schultern. Aber wenn du jetzt eine GoPro hast oder einen guten, ja, also einen guten Kameramann, der, ja klar, du könntest natürlich auch, klar, du könntest mit einer Kamera auch auf dem Wheel nebenbei fahren, also herfahren, kannst du auch machen. Also für Ja, oben auf Kameramänner dem ist es Helm auch oder interessant. hier so gibt es ja diese Ja, Brusthalterung. Ne? Alles. genau, du kannst ja, da gibt es ja alles Mögliche technisch heute.
Naja, für die nächste Staffel könnt ihr euch dann neue wie sagt man, Einstellungen überlegen, wie man dich denn die Chase Cam Die oder was es da Monowheel, alles der gibt. Monowheel-Shot. Ja, genau. Was wollte ich noch wissen? Gibt es denn dein Solo E Plus Wheel noch? Hieß das so? Ja, Solo das Wheel? gibt's noch. Das steht in Wien, steht hier auf dem Balkon. Und Das ist wie viel mein, das Akku ist hast du noch. jetzt noch? Nur noch 10 Minuten oder hält es Nee, immer nee, noch das so? hat sogar noch gehalten. Also es ist ja uralt, aber das fährt, ja, das fährt immer so seine, sagen wir mal, wenn ich kurze 10 Kilometer fährt, ist so 10, 11, so geht es immer noch. Also ich fahre da so mit meistens so eine Dreiviertelstunde rum. Dann ist es leer. Oh, was habt ihr denn da? Das ist Ihr jetzt habt da gestanden. Instagram, sieht so aus, ja. Ja, genau. Das war in Südafrika eine Produktion. Ja, da kommt man Eine schon gut Komödie in rum, so als Südafrika. Schauspieler. Das ist alles echt, die Tattoos. Das ist nicht für die Produktion rangemalt. Ich habe ja Nee, schon die sind echt, gesehen, die habe ich. Die habe vorhin, ich. als ich mal reingeguckt habe in Folge 3, da sahst du ja so ähnlich aus, nur ohne Sonnenbrille. Ja. Jetzt wollte ich doch mal wissen, du bist dann zweimal, glaube ich, haben wir uns dann noch gesehen auf dem Feld, oder? Und da sind wir noch wirklich gefahren. War dann für dich wichtig zum Üben jetzt auch zwei verschiedene Fahrzeuge zu nutzen? Oder würdest du jetzt jedem sagen, wenn du die Möglichkeit hast, eins reicht auch? Also war es einfacher zu lernen, wenn man jetzt so mal umsatteln kann im Training? Ich glaube, das ist schon interessant, mehrere Fahrzeuge auszuprobieren. Also es gibt ja auch relativ viel Shops und Verleiher, die dann da, das war Karneval mal, die auch ihre Fahrzeuge, ein paar Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben. Und da kannst du ja auch für dich mal ausprobieren, welches dir am besten liegt. Ich finde das schon, also es gibt auch, klar, wofür du das haben möchtest. Da sind sehr verschiedene. Kannst natürlich sehr verschiedene Fahrzeuge dir da angucken. Und ich finde das richtig und gut, auch verschiedenste zu probieren. Wir haben jetzt zwei probiert, aber mir hat es schon mal gezeigt, wo für mich die Reise hingeht. Auch. Und die geht für dich wohin? Also mehr so Golf ist von der größeres, Sicht her. schmaleres Rad? Schmaleres, größeres Rad oder was bei dir da eher so in welche Ja, für Richtung? mich geht es eher in die Richtung. Also ich habe mir jetzt gerade ja also was ganz anderes nochmal, also was nicht was ganz anderes, aber ich habe mir gerade ein One-Wheel noch zugelegt. Aber irgendwann geht es für mich sowieso in die Richtung, weil ich am größten Spaß dabei habe, Offroad zu fahren. Daran habe ich den meisten Spaß. Und deswegen wird es für mich sicherlich mal so ein richtiges Offroad-Ding. Aber du bist Demnächst. trotzdem, dass es jetzt, wenn es könntest, würdest du es auch, sag ich mal, in der Stadt zum Brötchen holen gehen oder Wenn es ginge, nehmen würde ich es oder klar. Wenn ja. es ginge, würde ich es für alle, ja, für Wege, die ich sonst habe, die kurze Wege, die ich sonst habe, würde ich klar, würde ich es einfach nehmen. Also mal kurz zu meiner Mutter, die wohnt von mir fußläufig 15 Minuten entfernt. Aufs Einrad bin ich in 6 Minuten da. Ja, das würde ich Genau, und du mal. nimmst dein Fahrzeug einfach mit nach oben und brauchst es Genau. nirgendwo anstellen, anschließen. Aber kriegt ihr denn jetzt auch während der Produktion da mal von den Verantwortlichen Besuch, die denn da, weiß ich nicht, so nach dem Motto, der Mann das Geld gibt oder so, die standen alle da und waren dann so angenehm überrascht, wie es denn nun wirklich aussieht oder eben, Ja, es also wussten natürlich nicht alle, wie es aussieht. Klar. Und fanden es meistens ganz. Also es wurde natürlich irgendwann am zweiten, dritten Tag total normal. Aber erstmal haben natürlich alle gesagt, ah, was ist das? Also, wow, was ist irgendwie, ja, verrücktes Teil. Und wie das nachher letztendlich aussieht, haben wir natürlich, ja, wusste natürlich vorher keiner. Was habt ihr denn da gefunden? Nee, also also ich habe ja da so ein bisschen die Angst gehabt, dass dann am Ende, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und dann alle sehen, Mensch, und jetzt die Fahrerei, das können wir nicht vertreten, da kriegen wir eins auf den Deckel, aber es hat ja wirklich bis zum Schluss alles geklappt und jetzt ist es in der Mediathek und kommt demnächst dann auch live im Fernsehen. Wisst ihr eigentlich jetzt schon, oder aus den ersten Folgen, wie viele Zuschauer, wie hoch die Quote ist, wie viele Leute gucken, diese Herzserie, wie man es ja nennt? Ja, ne, wir hatten bei der letzten Mal hatten wir über 5 Millionen oder 5,6 oder sowas, irgendwie so. Und ich hoffe mal, das wird jetzt dieses Jahr wieder so. Das sind ja,
Ja, das sind ja 90 Minuten jenseits von diesem ganzen Weltgetöse, was gerade überall passiert. Ja, Wo ja. wir auch irgendwie, ja, was ja auch einfach, ja, was man so immer ausblenden muss, um überhaupt irgendwie zurechtzukommen, so richtig, sich zu konzentrieren auf die Aufgaben und halt auf die Sachen, die man eigentlich machen möchte. Oder halt mal, ne? Und dadurch hoffe ich mal, wir haben genug, ja, wir haben wieder gucken wir mal, 5,5 Millionen Zuschauer, das wäre gut. Also es ist ja, wie gesagt, ich habe heute die erste halbe Stunde mal hier in der Vorbereitung für die Sendung mal reingeseppt und geschaut. Ist ja angenehm. Dein Vater hier, der Juris Vater, ist ja auch, sag mal, ist ja so der die Gags so ein bisschen bringt. Also und mit seiner Mütze und sah ja alles sehr lustig aus und wie ihr euch darüber dann gestritten habt, dass du den Rauchmelder anbringst. Und aber ist denn jetzt in Folge 3 mehr Fahrszenen oder ist in 4 genauso viel Nee, in zu Folge sehen? 3 sind mehr, in Folge 4 sind ein paar oder weniger noch, aber ich werde weiterfahren. Das weiß ich schon. Also, wir Also sind schon in die Vorbereitung für nächsten. die nächsten Teile und Aha, ich, so okay. viel ich jetzt weiß, also ich würde auch immer weiterfahren, weil es ein total super Fortbewegungsmittel für diese Figur auch ist, weil es halt so, ja, so eine freie, gute, glücklich machende Fortbewegungsmöglichkeit ist. Du hast ja auch direkt einen Satz drin eingebaut bekommen, weil es einfach glücklich macht, sagt er, glaube ich, als er seinen Sohn Absolut, in der das macht sehr Praxis glücklich. besucht, ja, genau. Fand ich ja wirklich, es ist ja wirklich ein richtiges Werbevideo für Mikromobilität. Absolut, so soll es sein. Finde ich ja auch Siehst du, richtig, weil es. jetzt kriegst du von Nelson noch dem nächsten T-Shirt denn für den nächsten Dreh. Nee, das war Jens, als das gesagt. Sollten wir das T-Shirt vom nächsten Mal, wir schicken eine T-Shirt, dann kannst du das Ah, okay, super. machen. Oder von Electro Empire. Darf ich auch eine Frage stellen? Ist das Klar. also ihr seid sozusagen, ihr connectet euch immer Electric Empire und Ride Electrics und macht Also wir machen diese. ja den Talk hier eigentlich jeden Montag, versuchen wir Ja, aufrechtzuerhalten. Nelson genau. ist ja noch ein bisschen stärker unterwegs, der macht noch international und er ist ja wirklich jetzt auf der ganzen Welt bekannt hier mit Ja, seinem das Channel habe ich schon. gesehen, ja. Und er erzeugt hier wirklich ohne Ende Content. Und da bin ich ja noch ein kleines Licht, immer mit montags hier mal eine Stunde ein bisschen was darüber zu erzählen. Nein, das ist Aber, nicht so. Das na ist klar, allein. aber Jens macht es, glaube ich, trotzdem. noch häufiger, oder? Ich habe das angefangen und ich habe ihn eingeladen, mit mir zu machen. Wegen sein Deutsch, du siehst, mein Deutsch ist nicht so gut. Ich habe gesagt, machst du das? Electro Empire ist der einzige, der repräsentiert Deutschland als Verreier in Deutschland für die Elektromobilität. Und ich habe gesagt, machst du das? Ich mache international. Ich mache Interviews ungefähr mehr als ein Jahr. Wir sind schon jetzt mit, ich glaube, ich und Lars zusammen ungefähr 220 Interviews insgesamt in ein Wow, Jahr. ja. Und dann ich und Lars, wir haben gesagt, okay, wir haben einmal mit einer Dame, die heute ist zusammen mit uns, wir haben beide eine mit der anderen geredet, warum sollte sie auch nicht mit uns machen? Und jetzt ist Ella auch mit uns. Das warum gibt es die drei Namen da in rechter Seite, Lars, Nelson und Ella. Wegen der wichtigen Sachen ist, dass wir bringen die maximale Information hier in Deutschland und auch international, auch zu den Leuten ist da draußen zu wissen, dass gibt's ein Problem in Deutschland, dass wir brauchen Unterstützung von der großen Community, nicht einfach in Deutschland, aber in der ganzen Welt. Dass die weiß, dass in Deutschland ist illegal, wir sind behandelt wie Verbrechen, wie langsam ist ein bisschen schon zu viel, wir sind schon ein bisschen gejagt und das ist in das 2022 sowas zu passieren, ich finde, das ist nicht fair. Und manchmal, wenn ich sage zu der Community international, was gibt es hier bei uns in Deutschland, in Niederland und jetzt langsam angefangen auch in UK, das ist auch, die Leute sind, nee, das kann nicht sein. Und wir sagen, ja, ist so. Das ist, warum wir machen jeden Montag diese Sendung. Das ist, warum wir brauchen mehr Leute hier zu kommen. Die Leute manchmal, die denken, wir verdienen, was wir mit ist. Das ist, warum ist gut, dass du erst heute hier gekommen bist. Wegen, du bist ein Prominent und dass die Leute weiß, das ist. Das ist, warum gibt es den Namen No Limits to Ride Electric. If we will ein bisschen grün,
dann die muss auch unterstützen uns. Mit Lenker ist schon, aber ohne Lenker ist das nicht. Und ich verstehe, warum nicht? Wir können immer sitzen und sagen, okay, was können wir machen? Und bis jetzt gibt es nie eine Chance zu sitzen und sprechen. Das was macht mir richtig traurig. Die geben nicht die Möglichkeit, zum Beispiel bei Electric Empire zu gehen da und sagen, okay, wir machen einen Tag, wir sitzen, wir gucken, was können wir machen. Und wir kämpfen, da ist so viel ja sein. Wir sind nicht die Tours zu offen. Die sind immer zu. Und jetzt ist neue da. Und ich sende jede, bei der letzten Minister, ich habe immer montags, bei der neuen Minister, ich sende immer freitags der gleiche E-Mail. Gibt es keine Antwort. Schon mal jemand, ja, genau. Du bist da jetzt bestimmt schon bekannt, aber die wissen dir einfach nicht, was sie antworten sollen, die Herrschaften, weil sie ja nichts machen. Aktuell. Ja, aber die können auch sagen: Guck mal, gibt es nicht die Möglichkeit im Moment, aber wir können gucken, einen Moment. Ich sage immer: Muss ich mir nicht bei Nelson anmelden, du kannst bei Electro Empire. Ich lasse immer die Daten vom Electro Empire. Der kann telefonieren, ich sage immer, du kannst um 2 Uhr uns sagen, okay, ich kann um 2 Uhr morgen das Interview 10 Minuten klären. Der Minister vom Niederland hat das gemacht, die Frau, der Minister. Sie ist gegangen in den Talk mit den Jungs und das versucht zu erklären. Und das, was wir brauchen, ein Erklären, was ist der Weg, was ist die Zukunft, was können wir machen, was können wir verbessern? Und das, was wir sehen, nicht. Und das, warum ist gut, dass du hier kommst heute, wegen ich denke, du hast heute gezeigt, wieder, das ist nicht the end of the world, fahren ein Rad. Das ist vielleicht die Zukunft. Weniger Autos zu haben. Dass wir kann Beispiel nicht immer voll, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Freiheit haben. Ich fahre jeden Tag. Wenn die Spritpreise jetzt immer höher gehen, fahren die Leute hoffentlich. Das geht nicht um Sprit, das geht um alles. Ja, aber wenn der volle Tank immer teurer wird, dann überlegt man sich dann vielleicht doppelt und dreifach mal. Guck mal einfach seine Video. Wie kommen Sie? Ihr braucht nicht die Straße zu fahren. Ihr kommt einfach, guck mal seine Video. Deine Videos zeigen alles. Das ist einfach das, was die Leute verstehen. Nicht das, was ich sage immer. Da gibt es einen Grund, wo kannst du fahren und sowas. Du kannst überall fahren. Ein Rad, One Wheel, ist egal, welches Elektrofahrzeug. Guck mal, hier ist in der Straße und fahren. Und in dem nächsten Video, wenn du siehst, ist ihn einfach in einem Spaziergang. Ich habe gestern gefahren, das war ein Spaziergang und kein Menschen mit Fuß fahren und ich mit meinem Rad. Ich kann bis 1 km/h auffahren. Ich muss nicht schnell fahren. Das, was ich verstehe nicht. Und wir sind in Deutschland, das ist ein großes Land. Und ich denke, die sollten uns hören. Ich habe schon mit dir in privat geredet lassen. Du weißt, das ist ein schlechter Kampf. Ich habe schon zu viel geredet, lieber nicht sagen. Nicht gut. Nein, du hast total recht. Und deswegen finde ich ja, ich glaube, wir sind die erste Reihe oder der erste Film, glaube ich, sowieso, in Deutschland, der ein Monobil fährt, wo man ein Monobil jemanden fahren sieht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man es. Und vielleicht gibt es ja, wird das nochmal mehr. Also ich glaube, Elektroscooter sicherlich, das kennt man ja auch vom Straßenbild her, aber ohne Lenker, das kennt man halt noch nicht so viel. Und dann merke ich auch immer wieder, sogar auf dem Tempelhofer Feld gucken immer noch Leute, wenn man da so, das ist ja halblegal, kann man da rumfahren. Ich weiß nicht, ist es eigentlich legal auf dem Tempelhofer Feld? Ganz, also ich würde sagen, eher geduldet, aber du kannst auch Pech haben. Ist auch so geduldet, also ne? So. Ja, so. Genau. Aber, dann aber selbst da richtig gucken, legal. Wenn du mit einem One-Wheel oder einem Monobil rumfährst, ohne Lenkstange. Ich wollte noch was sagen. Guck mal, wir sind in 46 deutsche Sendung. Das bedeutet, wir sind fast ein Jahr. Noch 6 Sendung. Wir haben ein Jahr Interviews gemacht. So. Die Leute schon, muss uns hören. Das muss, die weiß, dass wir sie existieren. Wie weiß, die Polizei weiß, dass wir existieren. Alles weiß, dass gibt es schon diesen Kanal zu sprechen. Das gibt es keine Entschuldigung mehr, dass die sagen, oh, wir wussten das nicht. Die weiß sehr gut, wo gibt es einen Kanal, wo wir sprechen jede Woche vom Elektromobilität. Ohne Lenker oder mit Lenker. Und ich denke, wir haben schon genug Erfahrung, vielleicht mit dem zur Arbeit
zu verbessern, dieses Land, zu zeigen, dass gibt es die Möglichkeit für alles hier und vielleicht wir finden einen guten Weg. Geht bei Electric Empire. Ich denke, Lars hat schon genug erfahren, zu, legal zu sagen, okay, ich habe schon mit Policies, ich habe schon mit A, B, C und D und wir können diesen Weg probieren vor einem Jahr. Lasst uns zeigen, dass das ist der Weg. Aber ohne das ist schwierig. Schwierig für alles. Schwierig für mich. Ich habe gefragt vor fast 10 Jahren. Machen wir 8 Jahre. Und in 8 Jahren, ich habe niemals Probleme mit Polizei. Die Polizei hat immer gelacht und hat immer gesagt, boah, das ist interessant. Boah, das ist gut. Und dann in den letzten 2 Jahren, boah, ist nicht mehr interessant, ist schon eine, du bist schon ein Kriminell. Und ich sage, was hat geändert? Ich fahre wie jeden Tag und wie früher. Ich habe nichts geändert. Immer zum Arbeiten und zurück und zu meinen Freunden. Und ich habe niemals einen Unfall gehabt oder nie eine Person verletzt, wenn ich sehe Menschen in der Nähe, wie euch. Wir machen langsam fahren, wir aufpassen. Wir weiß auch zu respektieren. Wir sind kein dummer Mensch. Wir sind ganz intelligent und mit guter. Wir weiß, was ist recht und was ist nicht recht und was wo kannst du fahren. Und ich denke, das ist nicht egal. Aber ich hab da noch eine Frage, Nelson. Dirk, sag mal, du hast doch in der Vorbereitung, hattest du mir ja damals erzählt, so auch so Pressetermine. Ist das ein Thema überhaupt, wenn die Presse mit dir spricht und sagt, Mensch, sie haben eine neue Serie gemacht, Herr Borchert, sie fahren da Einrad, wieso das denn? Oder geht es da um andere Themen? Ja, da gab es schon ein paar Fragen, aber dadurch, dass es natürlich eher, es ist ja eine Liebesgeschichte, es ist ja eher eine Reihe, wo es um, ist ja Herzkino, sozusagen. Hm. Und wird jetzt nicht so darauf, da wird jetzt nicht explizit gleich gefragt, warum, wie fahren Sie da Monobil, wie fahren Sie da Einrad, das sind die Interessen schon noch woanders. Aber es gab so 1-2 Fragen, gab es schon danach. Hm. Okay. Und da habe ich auch dann weit ausgeholt und viel erklärt. Ein bisschen was, glaube ich, auch drin, aber ich habe dann nochmal mehr erklärt, als glaube ich, gewollt war. Genau. Naja, klar, wenn die Möglichkeit da ist, einfach ausholen. Na klar. Mein Gott, irgendeiner nimmt mal ein bisschen was mit. Also ich bin wirklich echt gespannt, wie es wird. Ich gucke jetzt auch nochmal rein, Folge 3 und 4 und werde es nochmal laufen lassen. Wie du ja schon sagst, es ist angenehme, leichte Unterhaltung in der aktuellen Zeit. Ich habe heute bewusst mal nichts gesagt zu Corona und zur Ukraine. Es ist schon schlimm genug und heute wollten wir einfach mal 60 Minuten kopffrei machen und hier nur um Mobilität und Mikromobilität mal wieder reden. Ist ja auch mal schön. Aber warum bist du denn jetzt wirklich dann noch umgeschwenkt und hast jetzt noch zum Einrad dir noch ein One-Wheel gekauft? Einfach nur, weil du Offroad fahren willst oder hat dich das sowieso schon lange gereizt? Hat mich schon lange gereizt. Offroad fahren kannst du mit einem Monowheel, glaube ich, besser als mit einem One-Wheel, finde ich jetzt mittlerweile. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Du bist du wirst wie Snowboard, bloß dass du halt so auf Asphalt oder auf irgendwo fahren kannst. Du slidest dahin und es macht wahnsinnig viel Spaß auch. Das ist einfach auch ein tolles Gerät. Beide Geräte sind toll. Also ich glaube aber stabiler Offroad oder richtig krass Offroad kannst du mit einem Monowheel besser fahren, auf alle Fälle. Also, oder vielleicht muss ich noch mehr üben. Ich lege mich da noch zu viel hin. Ach wirklich, ja. Das wollte ich dich gerade fragen. Bist du dann schon mal gestürzt? Aber, ja. Ja, klar, logisch. Auf alle Fälle. Das ist aber dann immer mit einkalkuliert. Da sagst du, Mensch, na, jetzt habe ich mal wieder nicht aufgepasst, sondern ein bisschen übertrieben und nochmal dieselbe Strecke. Ja? Ja, ja, auf alle Fälle. Also ich bin auch voll eingepackt. Ich hab sozusagen eine fast Motorradprotektion an dann. Mittlerweile. Das ist mir so bei den ganzen Fragen, die ich mir vorhin so überlegt habe, in den Kopf gekommen. Harrison Ford ist ja nun im letzten Indiana Jones, glaube ich, irgendwie gestürzt, hat sich ein Bein oder den Arm gebrochen. War da nicht irgendwie auch so die Angst bei der Produktion, dass, wenn der Borchert uns vom Einrad fällt, was machen wir denn? Ja, klar, die Angst gibt es oder gab es. Und ich bin ja, also ich habe ja gesagt, ja klar, die gibt es ja auch. Ich bin ja da ohne Protektoren gefahren. Natürlich ist die Gefahr da. Waren, glaube ich, auch für die Produktion spannendere Tage, so wie man für Monowheels Tage hatten, aber dadurch, dass ich ja eine exquisite Vorbereitungszeit hatte und so gute Lehrer
und einfach sofort sozusagen mich das Herz, mir das Herz für Monowheelfahren geschmolzen ist, habe ich natürlich total viel geübt. Was ich noch nicht kann, ist rückwärts fahren, aber einbeinig geht schon und so. Das geht dann schon. Aber ich bleib weiter dran. Und deswegen haben die dann, ich habe es denen gezeigt, sozusagen, ich habe gezeigt, wie ich fahren kann, und dann war das nicht mehr so ein Problem. Das war ganz gut. Da waren die ein bisschen beruhigter. Ach Weil ich so, du doch musst es dann also durch diese noch mal viele zeigen, Übungen, dass du es kannst. ja, naja, weiß nicht, ich kann es ja nicht perfekt, aber durch die viele Übungen bin ich dann so gut gefahren, glaube ich, dass die dann gesagt haben, okay, das können wir gut machen. Und es war ja auch mein Ehrgeiz, mein Ansporn, es möglichst gut zu machen. Das heißt, Easy Peasy, also der fährt, also die Figur Juri fährt in Kanada schon seit Jahren Monowheel. So sollte es aussehen. Und das habe ich versucht zu schaffen. So. Ich denke, das ist dir gelungen. Also wie gesagt, die Szene am Anfang am Kornfeld fand ich ja sehr, sehr eindrucksvoll. Erstmal auch so vom Winkel von der Aufnahme her und dann vorne Mega. Kornfeld, hinten du. Das sieht Tolle echt klasse. Kameraeinstellung von, Ja, genau. sieht echt Die klasse Jungs war aus. von Davids Kamerafrau, ganz tolle Kamerafrau, die hat die extra so gewählt, die Einstellung, dass man denkt, was macht denn der da? Schwebt der über fliegender Teppich? Genau. Wo siehst du denn noch Potenzial? Jetzt im nächsten Münster-Tatort lassen wir denn auch jemanden denn mit einem Einrad fahren? Oder meinst du, könnte sich das wirklich etablieren, dass jetzt nicht mehr Also das für Fahrrad ist? Jan-Josef Liepers hier, Ja, super. genau. Wenn der, ne, wenn der Pathologe vor der Pathologie vorfährt, oder? Super. Oder Dann muss Axel er auch zu Aal. uns. Ja, genau. Vielleicht Der kannst du ja Fahrer mal, ist der. demnächst mal jemanden anstoßen und sagen, Mensch, guck mal hier, probier mal aus, ein bisschen Werbung für Genau. uns machen. Du bist ja jetzt, das kann ich ja voller Stolz sagen, dann auch in unseren Verband eingetreten. Also Ich das, absolut klar. Ich bin im Electric Empire. Bin ich ja, logisch. also das ist ja, du War für machst jetzt mich. bei uns die Promi-Abteilung, übernimmst du jetzt als Schirmherr. Oh, ach so. Das war Nee, also das finde ich echt klasse. Also das gibt mir ja ein bisschen Hoffnung, dass wir zum einen erstmal wieder durch neue Mitglieder immer noch größer werden und mehr, sag ich mal, eine größere Community werden in dem Bereich. Und dass eben Leute auch sagen, ja, das ist eine gute Idee, ich unterstütze das. Und wenn jetzt Leute wie du das auch machen, tolle Sache. Ich Ja, habe das hier Schönste, was vom natürlich passieren könnte, oder wenn ich mir das wünschen dürfte, ist natürlich, dass durch diese Sendung nochmal eine andere Diskussion noch neu angestoßen wird und dass man da nochmal mehr darüber spricht und diskutiert, was ist denn das? Ist das erlaubt? Wieso nicht? Warum ist das nicht legalisiert? Sind wir in Deutschland nicht das einzige Land, wo das nicht legal ist? Oder gibt es das? Nee, gibt es noch mehr. Es gibt Ja, noch mehr, also, super. ja, Holland, also Niederlande, da ist es auch nicht legal Niederlande, und okay, ja. ja, aber Niederland ist komplett. Wir sind noch mit der E-Scooters. In UK, die werden das auch nicht mehr legalisiert werden. Und in Australien ist eine Seite von Australien ist legal, ein paar Staats und ein paar Staats, die sind nicht legal. Und Okay. in Philippines, ich glaube, da ist auch ein oder die andere Stadt, die sind ganz hart. Aber der Rest ist alles legal. Okay, Und wenn ich was. wir haben Und zu in der Spanien, Legalität der gerade Visa. eine Ja. Frage bekommen von Ocke Dillen. Ich bin in KA letzten Herbst einem Rudel Monowheels begegnet. Also, welche Form der Zulassung könnte das gewesen sein? Ja, gar keine Form der Zulassung. Also, hier machen Leute was nicht geht. Also, du kannst an ein Monowheel oder an ein Fahrzeug ohne Lenkstange ganz einfach kein Nummernschild ranschrauben. Also, praktisch ja, klar. Man kann überall ein Nummernschild ranschrauben, aber dazu gibt es dann entsprechend keine Versicherung, weil es eben keine Fahrzeugklasse vorhanden ist und somit kannst du dieses Fahrzeug nicht versichern. Wer es trotzdem macht, okay, aber wenn er an den richtigen Polizisten kommt, könnte es sein, dass es da dann doch ein bisschen mehr Ärger gibt. Es gibt auch Geschichten, wo es heißt, ja, dann durften die Herrschaften weiterfahren, weil die Polizei dachte, das ist völlig in Ordnung, aber es gibt auch Leute, die im Thema sind. Also von daher passt auf und ich würde es nicht tun. Und vor allen Dingen ist es auch, wenn was passiert, hilft die Versicherung, glaube ich, auch niemandem, weil sie dann sicherlich auch nicht. Gegebenenfalls wird sie bezahlen, aber das ist, wie gesagt, da bin ich kein Profi, kein Versicherungsprofi. Also ich will da keine Tipps geben und lasst es lieber sein. Ich habe vorhin noch eine Frage gelesen.
Nächste Demonstration, ja, würde ich natürlich teilnehmen. Also, bei der nächsten Demo teilnehmen würde. Ich weiß nicht genau, wann die ist. Du Ja, kommst das zur Problem. nächsten Demo mit. Na klar, McFly, logisch. Lars, vielleicht könnt ihr das erklären, aber Free vielleicht, ich hands weiß fry. nicht, ja, ich weiß nicht, ob das werde dieses Jahr Also wir werden es auf möglich. jeden Fall wieder probieren, in Berlin anzumelden im September. Wir werden uns ein entsprechendes Wochenende rausschauen. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen Planung gemacht, dass wir so ein bisschen vielleicht über ein, zwei Tage mit ein bisschen Kennenlernen grillen und wenn vom Wetter her passt. Und dass wir danach dann entsprechend auf die Demo fahren und uns eine Strecke aussuchen. Das werden wir ins Auge fassen. Aber ich denke, es gibt da auch das eine oder andere Diskussion dann nochmal mit der Berliner Polizei, weil beim letzten Mal hieß es dann, naja, die Fahrzeuge dürfen aber nicht an der Demo teilnehmen. Da haben wir gesagt, naja, aber deswegen machen wir doch die Demo, um hier den Leuten zu zeigen, diese Fahrzeuge sind illegal. Und ich hoffe, diese Haltung wird sich jetzt in diesem Jahr nicht weiter fortsetzen, sondern dass man da dann vielleicht nochmal die Sache überdenkt. Aber angemeldet wird auf jeden Fall. Wir haben jetzt im Mai, Mitte Mai, am 21. Mai in Hannover eine Demo angemeldet. Da hat sich die Polizei auch noch nicht entsprechend positioniert, gesagt, findet die nun statt oder nicht. Aber wir müssen ja jetzt einfach auch mal mit der Werbung anfangen, weil ich kann nicht 2 Tage vorher, wenn ich dann eine Zusage kriege, anfangen, sondern kommt alle nach Hannover, weil dann kommt keiner mehr. Und von daher müssen wir jetzt langsam mal anfangen und da ein bisschen die Werbetrommel rühren. Aber ja, dann werden wir auf jeden Fall weitermachen und ich sag dir dann Bescheid. Ich denke, wir machen jetzt noch mal irgendwann mal spontan, wenn du wieder in Berlin bist, eine kleine Testrunde mal wieder bei uns auf dem Rasen, auf dem Tempelhofer Feld. Da wollen wir mal gucken, ob du noch gut fahren kannst oder jetzt schon durch die neue Produktion schon wieder aus der Übung. Aber wenn du sagst, du fährst eifrig und fleißig in Wien, na dann bist du definitiv besser als ich immer noch. Wenn nicht, muss ich dich mal in Wien be besuchen kommen und dann können wir da mal ein bisschen einmal legal fahren. Hier kann man das super. Ja. Wo fährst du Definitiv. denn da eigentlich? Auf dem Gehweg, auf dem Fahrradweg, auf der Straße oder Auf dem wie? Fahrradweg und im Prater. Okay, also das ist Im Prater. da, das geht also Also, gut. ja. Hast du, also, das ist ja auch, du hast kein mulmiges Gefühl halt, ne? Du bist halt, kannst einfach fahren, ganz entspannt, ohne. Ja, das ist das Hauptproblem. Wenn man auf so einem Ding steht und einfach nur mal zum Bäcker fährt, man muss sich 30 Mal umdrehen und nach hinten gucken, da Was ich würde ich natürlich mal sagen. niemals machen würde, wollte ich noch dazu Ja, sagen. ja. Also ja, ich sage, es wäre jetzt auch einfach die falsche Richtung. Wir hatten ja vorhin auch gesagt, naja, irgendwo sind wir jetzt ja schon die Menschen, die sich ja aufgrund dieser Situation im Grenzbereich bewegen, die einfach ab und zu mal sagen, ja, jetzt machen wir es trotzdem. Weil wenn wir es nicht machen würden oder dafür nicht einstehen würden, ja, dann gäbe es die Fahrzeuge ja nicht, beziehungsweise dann würde ja niemand fahren. Weiß ich nicht, gar nicht, vielleicht würden wir damit jetzt vielen Leuten helfen im Bereich der Verantwortlichen und sagen, hört lieber auf damit, dann haben wir alle unsere Ruhe. Und dann muss Nelson keine Mails mehr schreiben, aber ich denke, das ist der falsche Weg. Ich wollte noch sagen, der Klaus Pech, der hat auch noch einen schönen Vorschlag gemacht, Nelson. Baut doch eine Gruppe Ü60 in die Serie mit ein. Einfach nur zeigen, dass es keine Yuppie-Geschichte ist. Klaus, ja bitte, dann bist du herzlich eingeladen. Denn Klaus, ich bin nur 7 Jahre entfernt. da kommst du doch mal in 7 Jahren. Ich bin So, nur sorry. 7 Jahre von 60 entfernt, also insofern ist es. Okay. Und ich weiß, Und unser Autor Georg, der ist über 60. ja, dann Also muss der man Georg ist auch passt mir. einladen. Dann haben wir ja schon die halbe Gruppe Ja, voll. na Super. klar. Sehr gut. Ich sehe hier unten gerade, das ist auch nochmal, kann ich einen guten Aufruf starten, weil Jockel fragt, wisst ihr, wie die Gesetzeslage in Griechenland ist? Wir haben jetzt auf der Electric Empire Seite slash EU eine Karte gebaut, die wir jetzt mit Leben füllen wollen und jetzt pro Land die genaue und aktuelle Gesetzeslage abbilden wollen. Das ist natürlich eine Karte, die lebt. Also ich habe jetzt noch nicht alles zusammengetragen. Wir haben im Hintergrund fleißige Leute, die da mitmachen und überall recherchieren. Wer da Infos hat, vor allen Dingen mit Belegen von einer offiziellen Seite vom Verkehrsministerium Griechenland oder wo auch immer, schickt mir das, schickt uns das und dann bauen wir das alles mit ein. Weil ich denke, es ist wichtig, dass wir endlich mal einen klaren Überblick haben, weil den hat sonst außer uns keiner, wie man und wo man fahren kann. Und nächste Woche Mittwoch ist dann die zweite Runde für die BAST-Studie, die jetzt ja gerade läuft und da gibt es dann eine Rückmeldung,
wie weit man ist von der Verkehrsunfallforschung Dresden und wird uns dann berichten, wie gut und wie schlecht die Verleih- und die Privatscooter sind. Und mal sehen, vielleicht hat man auch noch 5 Minuten Zeit, mal über die Fahrzeuge ohne Lenkstange zu sprechen. Ich bin auf jeden Fall dabei und werde berichten. Ja, ihr Lieben, ich bin so gut wie fertig. Also ich habe keine Fragen mehr, Nelson. Ja, was aber willst ich du muss noch? Was, ja, so. Werbung. Nächste Woche wieder eine brave Frau, was sie angemeldet und das gesagt hat. Eine mutige Frau. Ja, sie also wow. Das war seine erste Mal fahren One Wheel. Das war ein Event, wir können nicht vergessen. Das war vom Simon und seine Frau in seinem Privatgelände. Und sie hat das probiert und sie war schneller, denn viele, viele, viele Leute fahren schon lang. Und sie kam nächste Woche mit Helle. Helle macht das Interview und sie werde ein bisschen von seiner Erfahrung mit der One Wheel. Und bitte, alles, was ist heute da, bringt seine Frau, seine Freundinnen, seine, ist egal. Und keine Angst zu kommen zu dieser Live. Das ist sehr wichtig. Wir brauchen mehr Frauen, mehr Unterstützung. Wir will jede Woche auf dem Monat immer eine Frau haben hier. Wir machen in der international viel Frauen, aber wir brauchen mehr Frauen eher in Deutschland. Wie weiß, da gibt es genug Frauen fahren Elektro-Kleinfahrzeug. So, melde sich, aber sie kommt und nächste Woche und ich hoffe, dass alles ist dabei und natürlich, der Kanal kommt langsam ein bisschen größer und Donnerstag werde dieser Mann, er macht alles DIY, er ist ungefähr für ihn selber, das ist nicht sein Beruf, aber er macht selber Boards, einfach zu helfen der Community, das zu machen und zu bauen. Kannst du gerne in seine YouTube oder Instagram gucken und dann kommt am Sonntag. Das ist ein Mann vom USA, ich glaube, er ist ungefähr fast, ich will nicht lügen, aber ungefähr 10 Millionen Follows. Er macht Interviews mit Elektrofahrzeug, alles PVs, ich liebe das. Und ich war einer der Ersten zu probieren, den neuen One Wheel, der GT. Raus das Video. Und er hat viel Erfahrung mit PVs. Ich verstehe auch nicht, warum wir sind nicht legal in Deutschland. Ich war ganz interessiert wegen diesem Thema. Und vielleicht ist eine Person, die werde bei uns unterstützen und helfen, das zu legalisieren in Deutschland. Und das ist eine gute Sache. In der nächsten Monat und auch diesen Monat gibt es schon viele Leute, das ist alles ungefähr mehr als 200 Follows, alles. Das bedeutet, der Kanal kommt groß und groß, gibt es mehr Leute, ist interessiert, hier zu kommen. Die sind auch interessiert zu unterstützen, eher uns in Deutschland und in Niederland. Warum? Wir sind nicht legal. Und das ist die Leute, wie braucht. Heute ist auch bei uns. Dankeschön, dass du erst hier heute gekommen. Du hast auch uns viel geholfen. Und natürlich, wir brauchen mehr Prominenz hier. Leute, du hast viel Followers im Internet. Ist egal. Das zeigen, dass okay, Elektromobilität ist mit viel Lieben und viele Leute sind interessiert und die fahren und sowas. Das warum wir versuchen unser Bestes. Und wir erwarten auch von euch, ihr seid einfach zu kommen, liken, subscribe, sag zu seinen Freunden, gibt es diesen Kanal montags, deutsche Sendung, warum, erklärt auch, und dann in international, warum wir machen international, wegen wir versuchen zu bringen, diese Leute auch zu uns zu unterstützen. Das ist unser Ziel. Und langsam, wir schaffen das. Das ist... Genau, damit wir auf der Straße dann nicht mehr so viel immer wieder selber erzählen müssen. Das ist illegal, das ist super, das macht Spaß, probieren Sie es doch mal aus, sondern dass die Leute sagen, Mensch, dich kenne ich von YouTube, da muss ich, was gibt es denn nächste Woche wieder für ein Thema? So muss es jetzt bald mal laufen, dass wir einfach bekannter werden. Ja, auch von meiner Seite, Dirk, vielen herzlichen Dank. Wir werden demnächst wieder einen Termin haben. Ich freue mich drauf. In Berlin wird es ja warm. Es war heute wieder ordentlich Sonne und bin mal ohne Mütze rausgegangen, ist mir aufgefallen. Wow.
Und ja, oder wir feuern mal eine Runde auf dem Wannsee. Wow, okay. Guckst du die letzte Fragen bitte? Gibt es noch eine Frage? Dirk Sirene, natürlich. Also zum einen, wir haben einen Artikel auf der electricempire.de-Seite. Da ist nochmal das Ganze, wie Dirk gefahren ist und wie er geübt hat und heldenhaft die Sache durchgebracht hat in der ersten Stunde. Ist alles beschrieben. Da ist der Link von der Mediathek, wo man dann die Serie letzte, nee, nicht letzte, sondern nächste Ausfahrt Glück schauen kann und von der Staffel 2, Folge 1 und 2, die sind jetzt neu. Und da sieht man Dirk dann als Juri durchs Kornfeld fahren oder am Kornfeld vorbei. Schaut mal rein. Ich finde es toll, dass er es gemacht hat und dass es wirklich jetzt so eine Werbung hoffentlich für uns bringt. Und vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Feedback in der nächsten Zeit von interessierten Zuschauern oder auch ja, von panischen Zuschauern, so nach dem Motto, würde mich auch mal interessieren, wie da Leute drüber denken. Einfach mal die Meinung und auch, oder hier runter, wer jetzt zum Beispiel hier zugeschaut hat, gibt die Meinung raus ins Kommentarfeld. Und eine Abschlussfrage habe ich noch. Die stellen wir ja so gut wie fast immer, Dirk. Kurz und knapp, der Herr Wissing hat nächste Woche Montag einfach mal 24 Stunden keine Zeit und wir brauchen einen neuen Verkehrsminister. Was würdest du denn anders machen in Deutschland, wenn du die Möglichkeit und das Zepter in der Hand hättest? Kann ich dir genau sagen, ich habe eine ganz geile Dokumentation über Barcelona gesehen. Da sind auch ganz viele internationale wie sagt man, Minister, Organisatoren, die dafür zuständig sind in ihren Städten, in ihren Ländern, die gehen nach Barcelona. Ich würde sofort nach Barcelona gehen. Ich würde mir genau anhören, was sie da gemacht haben. Ich würde das Konzept eins zu eins genauso übernehmen für alle Großstädte in der Bundesrepublik Deutschland. Und ja, so eine Verkehrswende in den Städten zumindest erstmal, das wäre möglich. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Das war nicht so lang, aber ich glaube, das wäre möglich. Und da wäre auch sehr viel Elektromobilität, sehr viel Platz auf einmal, weil da dürfen gar keine Autos mehr stehen in diesen Blocks. Die sind nur noch die Hauptverkehrsstraßen. Platz zum Spielen, Platz für Elektromobilität, Ruhe, weniger Abgase. Super. Das würde ich machen. Na denn, Nelson, schreib in der nächsten Mail mal rein, wir hätten einen Ersatzmann. Ja, es ist wirklich eine Warum geile nicht? Aktion, die die da gemacht haben. Die haben es ganz toll gemacht. Das ist so gut. Also einfach, die haben sich da wirklich was super Tolles überlegt, was genauso funktioniert. Dankeschön. Ja, So, ich sage nochmal die ist noch. Danke. Hier die letzte Frage. Ich Ja. würde jetzt sagen, wenn du jetzt nicht live dabei wärst, spul einfach nochmal zurück. Vor 10 Minuten haben wir das beantwortet. Ja, es wird 2022 wieder ein Freehands Ride geben im September. Wir gucken uns noch einen entsprechenden Termin aus, wann es losgeht. Und wir machen diesmal mit ein bisschen Come Together und allem drum und dran. Wenn das Wetter natürlich wieder stimmt, bei strömendem Regen werden wir nicht grillen können. Oder unterm Schirm mal sehen, was geht. Aber eigentlich ist geplant, dass wir für 2022 wieder ein Freehands Ride machen. Und passt auf, es wird auch in anderen Städten einen geben. Also wie gesagt, der Ja, nächste wird in Hannover sein und wir machen auch woanders noch den einen oder anderen. und ich kann auch was sagen. Vom 20. März, ich habe vergessen, das ist mein Geburtstag. Ich mache in der Kartbahn von Köln ein Event. Jeder willkommen muss sich einmal anmelden. Ich werde Bescheid sagen. Das ist in einer Privatkartbahn. Dann ist das kein Problem, können wir fahren. Und 20, das ist ein Sonntag. Ich werde euch sagen, wir können 100 oder 200 Personen kommen, ist kein Problem. Ist genug Platz für alles. Werde was zum Essen, zu trinken. Und am 12. April in der Offroad in Bad Honnef, auch in der NRW, eine Offroad-Drittarena. Das ist auch für Elektrofahrzeug. Kann alles auch kommen. Das werde auch ein Offroad-Event da finden. Okay, Jungs, das ist alles. Ich wünsche euch alles einen guten Abend. Ich wollte dir sagen, viel, viel danken, dass ihr heute gekommen bei uns. Das hat uns viel geholfen. Und vielleicht das nächste Mal, wir treffen, vielleicht wir sind schon alles legal. Absolut. Genau. Dann fährt Dirk überall legal, in Berlin und in Wien. In diesem Sinne, schönen Abend da draußen. Schönen Abend euch. Vielen Schönen Dank, dass ich Abend. hier war.